Hallo, wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin so glücklich, heute wieder hier zu sitzen und diese Freude strahlen kann. Letzte Woche bin ich so kaputt und müde. Und wie gesagt, möchte ich heute nur ein paar Push-ups geben. Gleich, Moment, ich lade einige Freude hier da rein. Ja. Okay, hallo. Ich bin so glücklich, dass ich wieder heute da bin, weil letzte Woche bin ich so kaputt und müde, so erschöpft. Und am Wochenende habe ich auch große Besuche. Die kommen von Süddeutschland, von Hamburg. Und ich muss gesund werden. Ich muss gesund werden. Ja. Und wie mache ich das? Also mein ganzer Kopf ist so total Schmerzen und ich wollte nur liegen und wollte nicht aufstehen. Und die Gedanken, wie kann ich die Gäste einladen, empfangen? Wie ich mit diesem kraftlosen Zustand von meinem Körper so am Wochenende. Und dadurch denke ich, das ist so wichtig, wenn man die Gesundheit für den Körper immer noch mehr was gut tun. Obwohl habe ich auch jeden Tag für mich gemacht, getan, aber ist das immer noch nicht genug. Und deswegen nehme ich diese ätherische Öl zum Dämpfen. Die ganze Gesicht, ihr ganze Körper zudecken mit dieser die Decke und warm Wasser kochen und da reintauchen in diese Dampf. Und das geht in kurzer Zeit. Ich habe zweimal am Tag gemacht und das geht wunderbar. Das ist alles kommt raus. Dieser Kieb in mir, dieser ja, Erkälten raus. Und danach nehme ich auch noch dazu für meinen Körper solche Nahrungsergänzung so zu verstärken. Ja, ist das für 2 Löffel am Morgen, 2 Löffel für morgen. Und habe ich heute auch für mich schon vorbereitet. Schön 2 Löffel. So, für morgen und Mittag habe ich auch diese Energie. Für Mittag 1 Löffel. Ja. Und Abend nehme ich für die Regeneration für meinen Körper noch 1 halber Löffel zu Körper tun. Weil wir arbeiten auch 4 zu 4 und wir haben auch unsere Körper manchmal vergessen. Einfach vergessen. Nun ist die Zeit, wo die Körper krank ist und die Symptome so erscheinen, damit wir sagen zu unserer Körper, sag ja für meine Körper, ja, ich liebe mich, ich liebe meine Körper. Und deswegen geht mir so schnell wieder gut und dann kann ich so wunderbar meine Gäste empfangen am Wochenende und wir haben so viel Spaß miteinander. Ist alles viele Unbekannte und ich habe erste Mal gesehen und richtig umarmen und festhalten und wir haben auch miteinander Spaß gemacht. Die Heilung ist passiert. Und spüre ich sehr viel, dass diese Liebe, Selbstliebe in sich und dieser Spaß spielen wie ein Kind. Ja, wir erlauben, dass wir wieder Spaß haben. Warum nicht?
Und wenn dieser Zeit, wo wir so viel Spaß haben, wie ein Kind, nicht denken nach außen, was sagt die Leute zu mir? Was sagt die Leute über mich? Ja, ist egal, was passiert von draußen, aber wir spielen nur einfach. Wir spielen mit der Natur, mit dem Wasser, mit den Übungen und das ist Heilung. Das ist die Körper, Selbstheilung ist passiert, regeneriert und einfach toll. Wir haben so schöne Tradition Kleidung von Vietnam angezogen und spazieren in dieser Strand, dieser Muschel in Asyl. Und die hat einfach gesungen. Die kommen alle von innen raus. Und diese Zeit, also ich bin nur Fotograf, Video aufnehmen und beobachten. Und das ist so einfach wundervoll, so zu sehen. Und ich denke mich, das muss ich noch mehr mal wieder tun. Weil es gibt so viele Menschen, die brauchen das. Wir Frauen, also wir sind, ich bin in 60. und näher 70. Jahrgang, dann haben wir noch so viele alte Glaubensmuster von unserer Generation, dass wir nicht erlauben, das Leben so, wie das heute jetzt ist. Und was neu ist, wir haben immer Sorgen von Gedanken, von Vergangenheit, ich bin nicht genug. Das fehlt mir was. Ich muss immer mehr haben. Ich muss mehr anstrengen haben. Ja. Und nun erlauben wir. Erlauben wir, dass wir dürfen. Dass wir dürfen das Leben so schön annehmen, wie es ist. Ja. Und zwar, dieser innere Kind ist so, so wichtig in uns, immer zu erwecken, erkennen, ja, was fühlt meine innere Kind in mir? Ist sie glücklich? Ist sie noch traurig? Ist sie noch mehr emotional von Vergangenheit, von Kindheit, noch so viel drin steckt? Also das steckt überall in unserem Körper. Manche Leute liegen in den Knie, in dem Kopf, in dem Rücken, in dem Schulter, überall. Jeder Mensch ist anders. Und darauf ist so erkennen, diese Verbindung wieder zusammen, näher zu sein. Ja, und das ist wunderbar. Ja. Und darauf freue ich mich sehr, dass ich diese Idee erweitere, dann lade ich euch gerne ein in meine nächste Workshop oder Wochenende Seminar nach Sylt zu kommen oder nach Nibü, wo ich wohne, zu kommen. Und dann machen wir zusammen, gemeinsam. Und wir Frauen, ja, wir haben so viel Kraft. Wir haben so viel gemacht für unsere Männer, für unsere Kinder, für alles um uns herum. Und was machen wir für uns, für unsere Körper, für unsere Seele? Und das ist das, die Zeit, wo wir zurück nach Hause kommen, zu uns selber. Und darauf freue ich mich sehr und herzlich einladen, in diese heimsame Weg, diese so wundervolle, strahlende Einladung. Also, diese Botschaft heute macht so viel Trau, was euch gerne macht. Und strahlen einfach deine Diamanten hier drin. Egal, was passiert. Egal, was im Leben passiert, aber strahlen deine Lachen. Ja, die Übung. Die Übung. Ja, und
Schau einfach in den Spiegel und sag mit dir selber, mit deinem inneren Kind, ich liebe dich. Ich liebe mich. Bitte verzeih mir. Ich verzeih dir. Es tut mir leid. Ich bin für dich da. Ja, ich bin da. Ich bin immer bei dir. Und ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, dann freut sich dein innere Kind. Auch mit dieser Botschaft wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Heute ist ein neuer Tag, was du kreierst kann. Und ein Tag, wo viele magische Stunden für dich, für mich und für alles. Alles, alles Liebe. Alles Liebe. Dankeschön. Dankeschön, Em Hiếu. Hẹn gặp lại em ở hòn đảo này nhé. Cùng với cả gia đình của em. À, các con của em sẽ rất là vui khi được dẫm trên lên gác, được chạy xuống nước, được tung tăng chơi bời cùng với bố mẹ của mình, cùng với các em của mình. Đó là một điều hạnh phúc vô cùng mà những đứa trẻ luôn luôn in hẳn ở trong trí nhớ, ở trong tiềm thức của mình. Yeah. I love you, I love you, I love you. Also, vergesst nicht, was gut für den Körper gut tun. Und wenn jemand fragen möchte, dann schicke ich euch gerne die Information. Ja, nun, ich liebe mich jeden Tag mehr.